So, das ist jetzt ein Sack vom Urgesteinsmehl. 20 Kilo habe ich auch über Amazon bestellt und wir verwenden sowas schon seit Jahrzehnten im Garten, also nicht unbedingt diese Sorte, auch unterschiedliche. Es ist gut für die Bodenfruchtbarkeit. Daneben habe ich auch Bücher, die ich empfehlen kann. Einmal Mulch Total und daneben die Humusphäre. Aber jetzt zurück zum Urgesteinsmehl. Man kennt es ja aus den Hochwassergebieten, sagen wir mal Urstromgebiete um den Nil herum oder andere Poebene, wo fruchtbares Land ist. Das kam alles, das Getreide oder die wuchs so gut, weil Stein von Bergen übers Land mit den Hochwässern ausgestreut wurde. Und das machen wir jetzt hier halt eben mit dem Urgesteinsmehl. Ist besser, als wenn man mit dem Dünger dran geht. Ja, das hier ist natürlich und das ist besser.